Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Dukaskopje TV. Heute wird uns Bruno Astier, ein unabhängiger Marktstratege, seine technische Marktanalyse vorstellen. Die kürzliche Korrektur des amerikanischen und europäischen Marktes wird gerade heiß diskutiert. Sie möchten diese Analyse aber durch einen Einblick in die Rentabilität des deutschen Wertpapiermarktes starten. Warum? Wir beginnen unsere Analyse mit einem Einblick in die Rentabilität des deutschen Wertpapiermarktes, weil dieses Ereignis aus technischer Sicht sehr bedeutend ist. Vor zwei Wochen hatten wir eine Pause fixiert und dann sahen wir einen Anstieg auf einen neuen Maximalwert. Diese Grafik demonstriert uns einen neuen aufwärtigen Trend auf dem deutschen langfristigen Obligationenmarkt. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Rentabilität des amerikanischen Marktes? Ja, das hat den amerikanischen Markt langfristiger Obligationen beeinflusst. Das Rentabilitätsniveau hat neue Maximalwerte erreicht. Im Mai wurde die abwärtige Trendlinie zum ersten Mal durchbrochen. Am Monatsende folgte dann ein Pullback und heute kann man ein neues Maximum erkennen. Inwiefern beeinflusst das den amerikanischen Fondsmarkt? Die grüne Linie steigt. Diese Linie symbolisiert die Rentabilität langfristiger Obligationen. Der S&P 500 sinkt und das ist völlig logisch, weil eine Leitzinserhöhung den Fondsmarkt unter Druck setzt. Und auf der Grafik kann man sehen, dass dieser Einfluss heute recht stark ist. Okay. So if the support die Resistance-Linie wurde durchbrochen. Wie wird der Abstieg aussehen? Sie haben recht, die Resistance-Linie wurde bei 20,85 durchbrochen. Nun hängt alles von der langfristigen Situation ab. Bei 20,85 hatte sich eine dauerhafte Konsolidation eingependelt. Innerhalb zwei oder sogar drei Monaten ist nichts passiert. Heute können wir erste Signale einer abwärtigen Korrektur erkennen, die uns auf 20,00 oder auf 19,80 führen wird. Die wesentlichen Niveaus liegen bei 20,25, 20,00 und 19,80. Ich würde sogar sagen, dass die starke Volatilität den Markt entwertet hat. Der impulsive Indikator demonstriert uns einen bärischen Trend. The VIX is rising from 12 to 15. That's the first sign that people are getting cautious. And also the momentum of the current weekly move is gathering pace and it's all on the way down here on both indicators. Do you have a Können andere Sektoren diese Korrektur auch bestätigen? Die meisten Sorgen bereiten die Sektoren, deren Produktivitätsgrad hoch gewesen ist. Der Sektor der Verfahrenstechnik ist so einer. Früher stieg der Barometer der relativen Effektivität bezüglich des S&P 500. Heute sinkt dieser Indikator. Die starken Marktspieler geben auf. Auf der Grafik kann man erkennen, dass unterschiedliche Trendlinien durchbrochen wurden. Der Impulsindikator sinkt. Dieser Sektor wird künftig einem abwärtigen Trend unterliegen. Nun zum Gesundheitssektor. Während einer Korrektur müsste der Effektivitätsbarometer dieses Sektors eigentlich steigen. Die Bewegung bleibt aber eher flach. Einen Anstieg kann man nicht erkennen. Das bedeutet also, dass der Effektivitätsbarometer dieses Sektors sich so bewegt wie der des S&P 500 Index. In diesem Sektor kann man eine abwärtige Korrektur beobachten. Hat diese Situation einen Einfluss auf den europäischen Fondsmarkt? Ja, seit Anfang Juni können wir täglich einen allmählichen Abstieg erkennen. Hier sehen wir schwarze Markierungen. Wir befinden uns unter dem markierten Bereich. Wahrscheinlich werden wir unter den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt rutschen. Hier befinden wir uns in der Mitte des Bollinger Bands, der praktisch auch durchbrochen wurde. Die Situation sieht nicht gerade positiv aus. Nun zu den Schwellenmärkten. Was passiert gerade auf dem asiatischen Markt? Darüber werden wir gleich sprechen. Ich möchte nur schnell die Wochengrafik des Eurostoxx 50 ansehen. Hier sehen wir eine langfristige abwärtige Trendlinie. Diese wurde durchbrochen, was zu neuen Long-Positionen geführt hat. Diese Trendlinie wurde bereits zweimal getestet. Zum ersten Mal im April und kürzlich zum zweiten Mal. Diesmal sieht die Situation aber komplizierter aus als damals, weil die Schließung unter dieser Linie passiert ist. Der Korrekturzielwert befindet sich bei 33,00.
Und was passiert nun auf dem asiatischen Markt? Wir hatten eigentlich angenommen, dass die Korrektur diesen Markt nicht beeinflussen wird. Vor circa 3 Wochen hatten wir eine seitliche Korrektur bemerkt. Heute befindet sich der ETF im unteren Teil des Handelsbereiches. Auch der impulsive Indikator sinkt. Falls der ETF die bisherigen Korrekturniveaus erreichen würde, so würde das den chinesischen Markt durchaus gefährden, weil dieser Punkt doch recht weit entfernt ist. Und wir hier einen starken Anstieg schon einmal fixiert hatten. Die Investoren sollten hier sehr vorsichtig sein, denn Stop-Loss würde ich unter dem Grenzwert des Handelsbereiches festlegen. Was passiert auf dem indischen Markt? Hier hatte man eine schwache Dynamik festgestellt. Wir dachten, dass die Korrektur im Mai zu Ende sei. Der Anstieg ist aber schwach gewesen. Und heute sehen wir wieder einen Abstieg. Die impulsiven Oszillatoren bewegen sich auch abwärts. Optimismus kann man hier nicht erkennen. Der relative Produktivitätsindikator des indischen Marktes bezüglich der S&P 500 ist eher flach. Und das bedeutet, dass wir hier eine ähnliche Korrektur sehen werden, wie auch beim Index S&P 500. Nun zum japanischen Markt. Ist der Nikkei-Index ein sicherer Hafen? Ja, als die Yen schwach gewesen ist, hatte der Nikkei sich als sicherer Hafen herausgestellt, was den Exportbereich unterstützt hatte. Auf der Grafik kann man erkennen, dass sich der Index im Bereich eines aufwärtigen Trendes befindet. Als man aber den neuen Maximalwert von 20.700 erreicht hatte, hat sich der Index wieder nach unten bewegt und das unter den ehemaligen Maximalwert. Der relative Produktivitätsindikator steigt nicht und das bedeutet, dass die Produktivität des Nikkei bezüglich des S&P 500 sinkt. Der impulsive Indikator zeigt uns eine negative Dynamik, was dazu führen könnte, dass die Trendlinie durchbrochen werden könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Nikkei den aktuellen Wert von 20.000 bald gegen 19.000 eintauschen wird. Diese Situation führe ich auf die skeptische Einstellung der Investoren zurück. Thank you, Mr. Estier. Mr. Estier, ich bedanke mich sehr für Ihren Beitrag heute. You're welcome. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran und vergessen Sie nicht, dass unsere Statistiken stündlich erneuert werden. Bis bald. And see you next time.